Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Für mich ist jede Verpressung unterirdisch eine Zeitbombe. Die Zeitbombe tickt, tickt, tickt. Benzol im Boden und Grundwasser, austretendes Quecksilber, brennende Kohlefilter. Die schlechten Nachrichten rund um die Erdgasförderung reißen nicht ab. Carsten Hauschild ist die Beschwichtigung der RWE-DEA leid. Zusammen mit der Bürgerinitiative No Fracking deckt er in Völkersen Gefahren und Schwachstellen der Erdgasförderung auf. Also die Beschwichtigung können wir nicht glauben. Die Unfälle zeigen eigentlich, dass die technischen Prozesse überhaupt nicht beherrscht werden. Und Materialmängel sind nicht schlicht immer die Ursachen für diese Probleme, die da existieren. Die Bedenken der Anwohner resultieren aus einem schweren Unfall. Vor einem halben Jahr gelangte krebserregendes Benzol durch ein Rohrsystem der RWE-DEA ins Grundwasser und in den Boden. Ein Vorgang, den man als Diffusion bezeichnet. Nach zahlreichen Messungen beginnen nun die aktiven Sanierungsarbeiten. RWE-DEA steht unter Druck und will das verlorene Vertrauen der Bürger so schnell wie möglich zurückgewinnen. Schließlich steht mit Völkersen eines der ertragreichsten Erdgasfördergebiete auf der Kippe. Bürger und Politiker beobachten jeden Schritt des Energiekonzerns ganz genau. Dr. Hanno Petsch ist Diplomgeologe und Geschäftsführer vom Institut für Geologie und Umwelt. Im Auftrag des Konzerns begleitet er die Sanierungsmaßnahmen. Wie lange das dauern wird, das ist eine Sache, die wir jetzt noch nicht genau festlegen können. Wir rechnen damit und so ist es auch, sage ich mal, zunächst mal beauftragt. 3 Monate und glauben damit, die Sache dann hier auch vollständig saniert zu haben, im Sinne eines Erreichen eines Sanierungszielwertes. Aber wir beobachten das sehr gut, also wöchentlich oder alle 14 Tage sehr genau und sehen dann sehr genau, wie sich die Schadstoffe entwickeln. Kann auch sein, dass wir schon nach 6 Wochen, sage ich mal, am Ziel sind, den Sanierungszielwert erreicht haben, der mit den Behörden abgesprochen ist. Und das müssen wir dann letztendlich sehen. Das kann man im Vorhinein immer ganz schlecht sagen. Es hängt von sehr vielen verschiedenen Parametern ab, die wir auch so genau vielleicht, jetzt, weil es ja in einem Untergrund ist, die Geologie kennen wir nicht ganz genau. Müssen wir einfach sehen, wie sich das entwickelt. Ein erster Schritt, denn es warten noch rund 20 Kilometer kontaminierte Rohrleitungen auf ihn und seine Kollegen. Das Leitungsnetz zieht sich quer durch den Landkreis Verden, mitten durch ein ausgewiesenes Wasserschutzgebiet. Durch eigene Recherche ist Hauschild im Besitz des TÜV-Zertifikats gekommen, auf dessen Grundlage die PE-Rohre damals genehmigt wurden. Dort wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach 1, 2 und 5 Jahren die Rohre erneut geprüft werden sollten. Meines Erachtens nach hätte man dieses auch von der technischen Seite her, also von der Industrie, berücksichtigen müssen. Auf eine ganz einfache Nachfrage beim Hersteller hätte man auch hier Informationen zu erhalten, denn wir haben im technischen Datenblättern dieses schon sehr früh lesen können, dass die Rohre nicht dafür geeignet sind. Die Genehmigung lässt sich nur damit erklären, dass hier Kosten gespart werden sollten, denn die anderen Rohre waren wesentlich teurer oder sind wesentlich teurer. Und dass man hier im Prinzip der Industrie einen Gefallen getan hat, indem man diese Rohre eingesetzt hat, die wesentlich günstigeren Rohre. Laut der zuständigen Behörde liegen noch immer über 500 Kilometer der ungeeigneten Plastikrohre in Niedersachsen vergraben. 2 Jahre haben die Energiekonzerne Zeit bekommen, die Leitung zu entfernen. Pressesprecher Derek Möschen verteidigt die damalige Verbauung der PE-Rohre. Dass die RWE-DEA finanzielle Interessen vor die Sicherheit gestellt hat, weist er vehement zurück. Das ist nicht unsere Ansicht, dass man an der falschen Spitzstelle sozusagen da Zugeständnisse gemacht hat, sondern es war damals Stand der Technik. Diese Stoffe waren anerkannt, zertifiziert, behördlich zugelassen. Bevor wir so eine Leitung in Betrieb genommen haben, wurde die auch immer noch mal vom TÜV abgenommen. Wir haben regelmäßige Drucktests zum Beispiel gemacht, sodass man uns diesen Vorwurf an der Stelle nicht machen kann. Also Fakt ist aber auch, dass wir natürlich aufgrund der neuen Erkenntnisse jetzt dieses Material nicht wieder einsetzen werden. Trotzdem bleibt die Frage offen, warum von Seiten der Politik nicht die sofortige Entfernung der Rohre gefordert wird. Andreas Mattfeld ist Mitglied des Bundestages und Vertreter des Landkreises Verden. Er fordert ein schnelles Umdenken und stärkere Gesetze. Ich halte das nicht für richtig, das sage ich ausdrücklich. Ich plädiere sogar dafür, dass der Transport über Lagerstättenleitungen
komplett eingestellt wird, sondern ich fordere, dass Lagerstättenwasser, was bei jeder Erdgasförderung auftritt, direkt an der jeweiligen Bohrstelle aufbereitet, gereinigt wird und dann der Kläranlage zugeführt wird. Das kann man machen, das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, aber wir wissen alle, wie teuer Energie geworden ist. Kaufmännisch müsste das nach meinem Dafürhalten derzeit rechenbar sein, deshalb nur noch Reinigung an der jeweiligen Bohrstelle. Denn nach wie vor werden Giftstoffe in die Erde geleitet. Nur, dass dies jetzt nicht mehr über Rohre, sondern über Lastwagen geschieht. Bürgerinitiative und Politiker fordern gleichermaßen die Aufbereitung der Abwässer, dort, wo sie anfallen. RWDR signalisiert Bereitschaft, die nötigen Anlagen zu bauen, aber Hauschild und seine Mitstreiter wollen Resultate sehen. Zu frisch sind die letzten Enttäuschungen. Ursprünglich sollte die Verpressung in Scharnhorst weitestgehend gestoppt werden. Doch nach dem Unfall einer nahegelegenen Anlage in Rothenburg wird wieder verpresst und das stärker denn je. Er will, dass diesmal gehandelt wird und zwar bevor die Natur Schaden nimmt. Für mich ist jede Verpressung unterirdisch eine Zeitbombe. Die Zeitbombe tickt. Über Jahre mag nichts passieren und zu einem Zeitpunkt X wird es einen Kontakt zwischen Trinkwasser und der Lagerstättenwasser unterirdisch geben und dann haben wir keine Möglichkeiten mehr zu reagieren. Das mag in 10, das mag in 20, das mag in 50 Jahren sein, das mag Generationen nach uns erst eintreten. Aber wir haben keine Chance mehr, dieses Trinkwasser von diesem Lagerstättenwasser zu befreien, sondern wir müssen es oberflächlich sehr teuer reinigen. Und wir haben bisher das beste Trinkwasser Deutschlands hier gehabt und das wird auf massivste Weise gefährdet. Die Bürgerinitiative will Taten statt Worte. Sowohl von RWDR als auch von Seiten der Politik. Ohne sichtbare Ergebnisse werden sie ihren Kampf nicht aufgeben.